Leute, ein Tag mit und unglaublich aber war, ich war noch nie in Buxtehude, bin das erste Mal heute hier und kriege eine exklusive Tour. Inside Buxtehude mit Marcel Montemontana Black. Ja. Ihr erfahrt heute hier sehr neue Sachen. Ach komm. Na schau. Und Bob L. Oha, das ist mein Wecker normalerweise. Das wäre jetzt meine Zeit aufzustehen. Ja, guck mal. 11.30 Uhr. Stehe ich immer spätestens auf. Ja, ist halt der Ilsebach in Buxtehude. Der ist halt, ich habe viel Zeit verbracht. Schon früher, als kleiner Butschi, ist man hier spazieren gegangen mit meinem ersten Hund, Vincent. Aha. Was war das für ein Hund? Golden Retriever Labrador. Oh, so ein Ladykiller, ja? Aber Vincent war ein guter Hund, das muss ich dir sagen. Es war einer von uns damals, den hat man mitgenommen. Wir sind kiffen gegangen irgendwo am See oder so. Er war immer dabei, er ist immer schwimmen gegangen. Vincent war schon ein cooler Typ und er hat immer versucht, meine Katzen zu ficken. Okay. Das war immer relativ amüsant. Also er hatte seine speziellen Vorlieben. Ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat, keine Ahnung. Also was mich jetzt aber gerade hier extrem aufregt, ist, dass sie den Weg komplett neu gemacht haben. Der andere war doch noch gut. Kylo hat auch was dagegen. Ja, genau. Hau ihn raus, Kylo. Ich hatte leider als Jugendlicher nie einen Hund. Ja, muss aber heute sagen, wenn ich irgendjemand einen Tipp geben sollte, wie man am schnellsten und einfachsten Mädels kennenlernt. Mit Hund, ja. Einklug muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Ja, weil du verheiratet bist. Ja. Seit 20 Jahren? Nächstes Jahr 25. 25 Jahre, ja. Ja, so geil. Ja, das ist sehr gut. Ich denke, meine längste Beziehung war 10 Jahre. Ich denke, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ja, Mr. Lover Lover, weißt du? Ja, aber 10 Jahre ist ja auch schon mal. Ich mein, aber ich glaube, sowas wird es immer weniger geben, solche langen Beziehungen. Ja, aber das ist, ich weiß immer nicht. Weißt du, ich bin ja, was solche Sachen betrifft, sehr dann eher konservativ und sage, ey, so Werte, so bestimmte Werte, das ist schon gut, wenn die erhalten bleiben. Ich finde das auch nach wie vor super cool zu heiraten, ja, weil das ja auch ein Versprechen ist und das ist ja eine Aufgabe und hat ja auch was, weißt du, wenn man so wirklich sagt, man verbringt sein Leben zusammen. Ich verstehe, was du meinst so. und stimme dir da auch zu, dass es nochmal so ein extra Bündnis ist, wenn man heiratet, aber weiß nicht, muss man heiraten, um sich die Liebe zu zeigen? Nö, muss man nicht. Bin ich nicht im Heiraten. Ich habe erstens genug El Bundy geguckt. für mich, wenn ich jetzt an Heiraten denke, sind die einzigen Vorteile, die ich hätte, wären Steuerersparnisse. Ja, das ist doch scheiße. Ja, deswegen heirate ich auch nicht. Ja. Außerdem, wen soll ich? Ich habe ja auch niemanden zum Heiraten. Ja. Oh. Wollen wir heiraten, Kai? Ja, ja, ich glaube, das wird funktionieren. Marcel Pflaume wird sich gut anhören. Dann kriegt bestimmt auch bei Mercedes wieder VIP-Leasing mit dem Nachnamen. Da kriegt der Begriff Ehrenpflaume nochmal eine ganz neue Bedeutung. Hast du recht, die Ehrenpflaume. Ja, moin. Ja, hast du recht. Ja. Nee, aber muss ich dich enttäuschen, der Kanalname ist schon besetzt. Ehrenpflaume? Ja. Wie, so heißt euer Kanal jetzt oder was? So hast du dich genannt? Nein, Moment. Das ist ganz wichtig. So habe nicht ich mich genannt. Das ist ein Hashtag, den ich von der Community bekommen habe. Hashtag Ehrenpflaume? Ja, weil die Leute, die mir so folgen und so, die sagen eben nicht, ich bin Ehrenmann oder ein Ehrenbruder. Ehrenpflaume. Und so, sondern du bist eine Ehrenpflaume. Ja. Ja. So in Ordnung. Ja, oder? Finde ich vollkommen in Ordnung. Aber weiß ich, heiraten sehe ich mich erstmal nicht drin. So, ich muss jetzt hier kurz meine Arbeit machen. Was machst du jetzt hier? Ja, ich musste gucken, ob das hier alles läuft und das sieht nicht so aus. Guck, da ist wieder dicker Stau. Bist du hier der Bachbeauftragte? Ja. Guck dir das an, wie das alles wieder verstopft. Ihr erfahrt heute hier wirklich ganz exklusiv sehr neue Sachen. Aber nimm mal kurz meine Kette, sonst knuspert das die ganze Zeit am Mikrofon, wenn ich mich... Ist die was wert? Nee, die ist aus Istanbul. Okay. Aber ich mache hier immer, dass das ordentlich am... Also ich mache den... Wie soll ich dir das erklären? Ich will, dass das vernünftig plätschert. Du sorgst dafür, dass hier kein Stau entsteht. Ja, ich mag das nicht. Für mich war dieser Ort immer die pure Entspannung, wenn das richtig sich gut anhört. Mhm. Und wenn das verstopft ist, dann hört sich das für mich nicht richtig gut an. Das heißt, das machst du quasi schon, seit du Kind bist. Ja. Und meine Freunde und auch mal ein paar Zuschauer legen mir auch immer extra was hin. Das finde ich nicht so gut. Ist das so? Ja. Nein. Doch. Und sowas hier, guck mal. Nein, das geht gar nicht. Ne? Nee.
abfrischen, deswegen. Ja, alles gut. Ja. Aber wechseln die Hose. Solange die keinen Müll hier liegen lassen, das ist nämlich auch das Problem, dass sie hier noch Müll liegen lassen. Wie viel Müll ich hier auch schon mitgenommen habe. Merkst du schon, wie sich das besser anhört? Ja, das plätschert viel schöner. Ja. Ja, Kai hat ein gutes Auge. Ja. Ah, guck mal, siehst du das? Oh ja. Und das heißt, und das ist Illerbach und Illersee? Ilsebach. 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 Und der hat der Seennamen? Wie bitte? Hat der Seennamen? Ilsebach. Ach, der See heißt Ilsebach. Ilsebach, ja. Das ist ein bisschen verwirrend. Das stimmt, ja, natürlich. Für dich als jemand, der das nicht kennt. Wir nennen das hier Ilsebach. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber das heißt hier einfach Ilsebach. Warum war ich eigentlich noch nie vorher in Buxtehude? Hä? Warum war ich noch nie in Buxtehude? Das weiß ich nicht. Alles gut? Ja, ist gut, ne? Ja. Aber schau mal, das finde ich so total gut, dass wir da auch mal drüber reden. Weil ich glaube, dass viele das von dir nicht wissen, dass das überrascht, dass du dir überhaupt über sowas Gedanken machst. Weil ich glaube, dass viele dich ganz anders einschätzen, als du bist. Natürlich gibt es auch noch mal den privaten Marcel, der ein bisschen anders unterwegs ist. Aber dass ich in der Natur mich entspanne, das wissen viele. Ja. Heißt nicht, dass ich gerne hier nachts pennen würde. Es heißt einfach nur, dass ich gerne, aber auch, dass du ein Bewusstsein dafür hast und auch mal so guckst, weißt du, so, ey, liegt da Müll rum und so. Ja, es ist halt hier ein Kindheitsplatz. Mhm. Und die Jugendlichen haben jetzt angefangen hier zu chillen und das ist auch in Ordnung. Aber früher war das nicht so dreckig hier und mich nervt das halt einfach, weißt du? Mhm. Weil gerade solche Sachen hier, so, ja, du hast gesehen, das Ding hat so ein Stückchen aus der Erde rausgekommen. Einer hier barfuß lang. Ja, mein Hund oder irgendein anderer Hund muss hier einen Vollsprint machen, weil jemand einen Ball schmeißt und bremst genau an der Stelle ab, der reißt sich die komplette Pfote auf. Ja, das ist scheiße. Und das nervt mich einfach. Da ganz hinten ist der Waldfriedhof. Da habe ich früher immer meine Sozialstunden gemacht, wenn ich mal welche bekommen habe. Ich sag dir ehrlich, es gab zwei Jobs, die ich in meinem Leben gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben. Das war einmal die Sozialstunden auf dem Waldfriedhof. Die haben mir einfach, ich weiß nicht warum, die haben mir Bock gemacht. Und als ich als Umzugsunternehmer im Umzugsunternehmen gearbeitet habe, hattest immer neue Leute vor dir und nicht diesen tristen, jetzt in dem Fall meiner Ausbildung, Einzelhandelsalltag. Jeden Tag die gleichen Leute, jeden Tag den gleichen Laden, das hat mir nicht so zugesagt. Und wofür gab es die Sozialstunden denn so? Ich habe nur wegen Schlägereien. Ah ja, und war meistens Alkohol im Spiel? Immer. Ja? Ah, okay. Aber ich sag dir ganz ehrlich, bei mir war immer Alkohol negativ auf jeden Fall. Und es gibt halt aber auch Leute, die, wenn sie Alkohol trinken, zu ganz schlechten Menschen werden und sehr aggressiv. Und das war ich auch früher immer. Und wenn wir Alkohol getrunken haben, dann war es immer so, dass da Aggressionen entstanden sind und eigentlich auch so gut wie, nein, jedes Mal nicht, aber in den meisten Fällen gab es auch irgendwie Stress, Schlägereien oder sowas. Ist nichts, worauf ich stolz bin. Ich bin auch extrem froh, dass bis auf irgendwie ein paar Platzwunden oder sowas nie jemand größer zu Schaden gekommen ist. Oder hast du das irgendwie gelernt, die Aggressionen zu kontrollieren? Naja, kein Alkohol trinken ist ja schon mal eine Lösung. Du trinkst gar nichts mehr? Gar, schon 10 Jahre nicht mehr. Ich habe auch gar keinen Bock mehr auf Stress oder Gewalt. Warum auch? Warum sollte ich das machen? Das ist doch gut, wenn man so zu... Drauf, ja. Sehr cool, der Ilsebach, muss ich sagen. Schon dafür hat es sich gelohnt, nach Buxtehude zu kommen, endlich zum ersten Mal. Also ich muss aber auch fairerweise sagen, du machst jetzt natürlich, der ist cool und das glaube ich auch. Ich finde das wirklich schön. Das glaubst du mir jetzt. Aber es gibt natürlich deutlich schönere Flecken in Deutschland. Ist jetzt nicht ein Naturspektakel, ne? Ja, aber ich muss sagen, was ich mag, ist, dass das so, das ist richtig pure Natur. Ja, das ist so pure. Weißt du, das ist eben, also zum Beispiel, ich würde hier gerne mal laufen gehen zum Beispiel. Das würde mich total reizen. Ich laufe ja ganz gerne mal, weißt du so. Ich auch. Und ja? Es ist ein schönes Fleckchen Erde, ne? Es gibt noch schönere Plätze im Buxtehude. Zum Wasser. Wenn ich mal wieder einen Tausender in der Spino gelassen habe bei ihm, dann kriege ich mal als Entschädigung Wasser. Wir gucken jetzt gleich mal hier bei Montes Oma und Opa rein. Und komm doch mal. Komm, Oma. Hallo. Kennst du den Oma, oder was? Wir kennen uns doch. Klein gegen groß mit den Kindern.
Ja, das fand ich auch ganz nett. Ja, also das fand ich also. Da kommt ja alles schön, noch. Ja. Das ist nur jetzt gerade in der Sommerpause. Ja. Ne? Das fand ich auch immer schön, wenn man gesehen hat, wie die Kinder wohnen. Und das ist dann auch schon interessant. Ja, kann ich alles sagen. Das war dann immer schade, wenn Klein Kind kam, groß, kennst du nicht? Da waren sie auch irgendwie ein ganz anderer Mensch. Als wenn sie. Ja, da waren sie irgendwie natürlicher. Das fand ich irgendwie besser. Als was? Als wo? Als wenn sie jetzt da auf der Bühne gestanden haben. Das, das wirkte dann schon ein bisschen steifer. Auf der Bühne habe ich einen Anzug an. Ja. Leute, ja, Funk und Fernsehen hier. Moin. Macht er immer lustiges Rätselraten im Fernsehen? So ist es ja. Wer weiß denn sowas? Diese grausam. Ja? Ich finde es bescheuert. So, ach so. Ja? Das macht nichts. Opa ist so braun. Genau, schlag rein. Hätten wir ein bisschen aufgeräumt, aber oben ist es grausam. Also mein allererstes Zimmer, was ich bei Oma und Opa hatte, als ich eingezogen bin, das war das Zimmer hier. So, das war klein und fein. Da war aber auch noch nicht geplant, dass ich so lange hier wohne. Wie lange hast du hier? 8-9 Jahre muss das gewesen sein. 8-9 Jahre habe ich hier gewohnt. Und das war mein erstes Zimmer. Da war hier zwei Matratzen übereinander, hier ein kleines Regal und da war der Fernseher. Und hier war draußen meine kleine Terrasse, wo ich meine Bon hingestellt habe. Und wie alt warst du, dass du hier gewohnt hast? Ja, Schulzeit. Ja, Ende Schulzeit so. Mhm. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das waren schon gute Zeiten hier. Ne? Ich sage dir ehrlich, ich habe gerade gestern drüber nachgedacht, das waren die besten Zeiten eigentlich, die ich hatte. So. Würde ich schon sagen. Auch wenn es die chaotischsten Zeiten waren, die schlimmsten Zeiten, irgendwie waren es trotzdem aber auch die besten Zeiten. Weil Oma und Opa auch immer da waren und. Weil die alles miterlebt haben, auch die ersten Erfolge auf YouTube später dann und sowas, ne? Schon. Auch hier, du, ich habe hier viele schöne Zeiten auch in diesem Kleinzimmer gehabt, ne? Und wir können jetzt nochmal in das heilige Zimmer gehen. Ja, und das ist jetzt hier. Das ist Opa sein Reich jetzt, aber das war ganz lange mein Reich, mein erster Zockersessel. Hier habe ich die ersten YouTube-Videos hochgeladen, meine ersten Streams gemacht. Da sah das natürlich alles noch ganz anders aus, das ist klar. Moin, moin meine Call of Duty-Freunde und herzlich willkommen. Also, war halt mein Zimmer. Oh, der Stuhl, der fühlt sich so gut an. Der fühlt sich so gut an. Wie alt warst du, als du angefangen hast mit YouTube? Oder wie lange ist das her? Also weißt du wahrscheinlich wann? So vor 7-8 Jahren habe ich angefangen ungefähr, würde ich sagen. Das war auch immer wieder ein Ruhepol hier oben, hier mal sich so reinzusetzen. Ne? Das waren gute Zeiten hier oben und das waren auch mit die besten Zeiten, die ich, würde ich sagen, in meinem Leben hatte bis jetzt. Hungriger war man da auch einfach, ne? So ein bisschen, würde ich sagen. Also hungriger im Sinne von. Ja, da, wie soll ich sagen, das war, da, ja, ist ein schwieriges Thema, aber da war man halt, wie soll ich das sagen, da hat man sein Ding gemacht und hat seine YouTube-Videos hochgeladen und wenn man irgendwie finanziell ein Tausender mehr verdient hat als letzten Monat, dann war das ein geiles Erfolgserlebnis und man hat halt langsam hier sein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Und hat alles auch vielleicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, mehr wert zu schätzen gewusst, das gar nicht, aber es war halt einfach ein anderes Gefühl, würde ich sagen. Ne? Kannst du dich auch noch daran erinnern, als ich runtergekommen bin und gesagt habe, ich habe die ersten 200-300 Euro verdient mit YouTube? Konnte ich gar nicht verstehen. Nee. Eventuell. Obi, lächeln. Mein Mann, schön dummes Gesicht. Oma ist ein bisschen aufgeregt, ein bisschen Fanboy bist du von Kai, ne? Kann das sein? Ja, klar, das ist schon was Besonderes. Nein, weißt du, dass du da einfach hier so auftauchst, nicht mal vorher sagen, eine Stunde vorher, ich komme vielleicht und das wird spannend. Nein, so wie er mit seinen Freunden kommt. Wir filmen kurz. Er ist auch Freund. Muss doch deine Dings mitbringen, nee, deine neue Sonnenbrille. Ach. Habe ich nachgeguckt, kostet 151 und keine 400. Das stimmt überhaupt nicht. Da kannst du mir verheißen, Mann. Wie bitte? Da kannst du mir verheißen. Also, du hast Opa eine Sonnenbrille geschenkt und er hat erstmal gegoogelt, was sie kostet. Ja, was der gesagt hat, die kostet 450 Euro. Über seine Angeberpreise. Er hat gesagt, die kostet 150 und keine. Schmutz, jetzt sagt er, die Schmutz. Opa, willst du auch noch ein Foto mit Kai oder was? Ich darf mal so rüber. Na, logisch, ich bitte darum.
Lächeln jetzt einmal. Also Thomas, kennst du mich. Ich bin so scheiße. So Freunde, es ist 10 vor 2. Wir müssen mal was essen jetzt. Ja, so langsam kriege ich auch ein bisschen. Mal gucken, was Buxtehude so kulinarisch zu bieten hat. Naja, wir gehen jetzt frühstücken, Digga. Ach so. Da gibt's jetzt, also ich weiß nicht, was du erwartest. Also ich will einfach nur, am liebsten esse ich zum Frühstück, weiß ich, wie es dir geht. Rührei, Spiegelei. Ja, ja. Das ich habe heute schon gefrühstückt. Also insofern, ich frühstücke aber auch nochmal. Bin ja gespannt, wo es so lange Frühstück gibt. Überall. Okay. Eigentlich würde ich ja am liebsten zu Mehmet, aber der ist nicht da, ne? Der ist im Urlaub, ja. Aber dann muss ich nochmal wiederkommen. Bis zu mir. So. Ja, das ist jetzt die Buxtehuder Innenstadt. Die Leute werden alle doof gucken. Das weiß ich jetzt schon. Werden alle Lucky machen. So groß ist jetzt auch nicht, ne? Das ist klar. Also Buxtehude ist nicht. Ich habe 40.000 Einwohner, habe ich noch so ist es gelesen. Ja, ja. 40.000 Einwohner. Schade, dass ihr keinen Apple Store habt. Wieso? Naja, mit Kai Pflaume in Apple Store wäre lustig. Wieso? Was? Hast du mit dem Deal oder was? Pflaume, Apple. Ach so, ach komm. Da bin ich noch nicht im Alter für die Witze. Oma hätte drüber gelacht bestimmt. Oma, okay. Ja, ja. Perfekt. Super. Schönen Tag. Schönen Nachmittag. Mach's gut, ciao, ciao. Den Osten trifft man überall. Den Osten trifft man. Wir haben noch das Land längst übernommen. Das haben die noch nicht gemerkt. Das habe ich nicht gemerkt. Sehr cool, wenn Freunde aus Sachsen kommen. Oh, der Montana Black. Ja, ja, die, ja, ja, das hört sich in der Mitte mit D und hinten mit ja, D. Ja, das ist in Ordnung. Montana Black. Ich komme ja auch aus Sachsen, deswegen kann ich so gut nachmachen. Ja, der Jungs gleich so. Oh, der Jungs. Ey, wir sind aus hier. Ja, fand ich sympathisch. Moin. Ich hätte gerne Rührei wieder. Ja. Schön mit einem Stück Dinkelbrot dazu. Ja. Ja, netter Laden. Ja, ist relativ neu, der Laden hier. Aber die Mutter mit ihren Kids, das fand ich ja sportlich zu sagen. Jo, wir fahren mal nach Buxtehude, machen mal eine Monty-Tour und vielleicht treffen wir ihn ja da. Aber soll ich dir was sagen? Das ist der Grund, warum ich aus Buxtehude wegziehe. Ja? Also. Weil solche Leute, also es ist ja nicht böse gemeint. Nee. Und ich finde das cool, aber solche Leute wie da, die Mama mit ihren Kindern, gibt es jeden Tag 30 oder 40. Aber das ist ja ein gewisser Kult, der da besteht. Es ist ein gewisser Kult geworden, nach Buxtehude zu fahren und das zu machen, was ich mache. Ja. Mhm. Hat aber auch leider im Umkehrschluss, dass sehr viele auch ein privat zu Hause nerven. Und ja, ja, klar. Hast recht. Und wenn du jetzt um 20 nach 2 frühstückst, wann isst du dann Mittag? Gegen 18 Uhr. Mhm. Und dein Abendessen fällt aus oder fällt das in die Nacht? Nö, ich Dings, sag schnell. Ich esse gegen 18 Uhr warm und dann nochmal gegen 22 Uhr. Denk gar nicht dran, Junge. Er ist Kampfhund. Wenn du über Ausland nachdenkst, was würde dich dann reizen? Also wo wäre das denn? Ist auch schwierig, schwierig. Also ein Punkt, warum auch ich, wenn ich könnte, also wenn ich jetzt die Problematik mit Kailo nicht hätte, oder was ist Problematik? Nee, wenn du es dir frei aussuchen könntest. Also ja, dann kommt ja noch der Punkt hinzu, dass ich mir denke, stell dir mal vor, jetzt ist irgendwas mit Oma. Ja. Und ich bin beispielsweise in Amerika und bis ich bei ihr bin, brauche ich 48 Stunden. Aber nehmen wir mal das alles raus. Also wenn es jetzt keine Verpflichtungen gäbe und so weiter, ne? Kannst du dir frei aussuchen. Dann würde ich irgendwo in Europa, denke ich mal. Ne? Ich persönlich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe mich in Mallorca. Mhm. Malle fand ich schon immer cooler, hab da mit Cala Ratllada, eine Stadt, mit der ich eine tiefe Verbindung habe, weil ich dort das erste Mal am Meer, am Strand war mit Oma und Opa. Mhm. Nach Cala Ratllada habe ich eine starke Bindung und möchte da oben unbedingt auch mal wieder hin. Warst du nie wieder seitdem? Nein, das letzte Mal war ich da, als ich mit Oma und Opa da war. Ich war ja 4,5 Jahre schon nicht in Urlaub. Weißt du, wo ich dich auch mega sehe? Also würde ich auch sagen, das wäre sowas, ich glaube, das mache ich so als nächstes. Der nächste Step und die nächste Runde, ja, da komme ich wieder und sage, mit Monte in Tokio. Nee, nein. Tokio ist eine Hammerstadt. Nee. Da kommst du, das ist wie eine Reise zum Mond, da kommst du anders wieder. Nee. So geil. Allgemein alles, was in der Region ist, den vertraue ich nicht. Weil ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil dann ist ja dein Kanal da. Wir wollen jetzt hier nicht, dass es dann heißt, oh, Herr Pflaume, die Serie können wir jetzt nicht mehr mit ihm machen. Sagen wir es mal so, der erste Blowjob, den ich bekommen habe, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, war von der Transe. Okay.
Und das hat irgendwie bleibende Schäden bei mir hinterlassen. Heißt jetzt, also es ist ein Running Gag geworden in der Community. Das heißt, dass, man sieht es logischerweise ja nicht immer sofort? Nein, habe ich auch nicht. Nein. Also du hast gedacht, es ist eine Frau? Ja, ja. Ich und René waren mit der zusammen unterwegs. Und wann wurde es aufgelöst? Hat sie später. Dann, hat, von ihr oder? Nee, haben wir dann rausbekommen. Hast du sie ihn nochmal wieder gesehen? Leider nicht. Oh. So bleiben wir schön. René hat sich ein paar Mal noch mit der getroffen dann. Oder mit dem. Keine Ahnung. Mit S. Ehrenmann. Nein, das ist so ein Running Gag. Ich habe da eine Story mal gemacht, die ist sehr bekannt. Verstehe. Ich habe ja nichts seitdem das mit dem Lady Boy gehabt oder sowas. Ich wusste das ja auch nicht. Ne? Aber seitdem ist so ein Running Gag. Und okay, jetzt sagt man immer, ab nach Thailand, ab zu den Lady Boys und so. Dann macht das jetzt alles Sinn. Dann macht das jetzt Sinn. Ja, ich bin Mona. Ich möchte gern einen Autogramm für meine Mama haben. Ne? Die ist Anfang 50 und kennt mich schon ganz geil. Super, ne? Wie heißt das? Gern auf die Seite Sabine. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Parkheil bei dir läuft. Die Zielgruppe hätte ich auch mal gerne. Du warst schon Frauenmagnet, das muss man mal. Meine Mutter mochte dich auch sehr gerne. Ja, ich habe nicht ganz verstanden, warum du jetzt gesagt hast, warst, aber. Naja, also. Ja, cool, das war jetzt hoch, da komme ich nicht mehr raus. Also, nee, also, das kann man ja mal fairerweise sagen, dass du ein gut aussehender junger Mann damals warst und jetzt immer noch ein gut aussehender Mann bist. Konkrete Pläne schon gemacht. Guck, was für also, konkrete guck mal, wir haben den konkreten Plan Allianz Arena in München. Das ist der einzige konkrete Plan, den ich kenne. Ja, und wir haben vorhin ausgemacht, wenn du heiratest, bin ich eingeladen. Also, ja, aber das wäre nicht passiert. Ich stehe auch als Trauzeuge zu. Ich könnte dich auch beim Heiratsantrag beraten. Ich habe noch eine Menge Ideen, die noch nicht umgesetzt sind. Das glaube ich dir, aber da sehe ich mich nicht drin im Heiraten. So. Der einzige Grund, warum ich heiraten wollen würde, wäre Steuer. Das sagst du nicht nochmal. Das turnt mich ab. Wir müssen ja heute nicht noch zusammen ins Bett gehen. So kann ich damit leben, dass ich dich abturn. So. So, jetzt hier. Wir gehen mal durch. Also ich zeig euch mal einen Spot, wo ich Pfefferspray in die Presse bekommen habe. Echt? Ja, ja. Warum? Ich glaube, wir machen eine Schneeberei. Okay. Arschpreise. Hier war. Da habe ich auch eine Real-Life-Story zugedreht. Mhm. Also die kennen die Leute. Den Ort haben die Leute noch nie gesehen. Mhm. Warum ist das hier passiert? Weil das also, zufällig? Ich zeig das. Ich bin mit René hier längs gegangen und hier sind uns Leute entgegengekommen, zwei Stück. René hat den einen angerempelt, weil er keinen Platz gemacht hat. Dann haben die beide sich in den Haaren gehabt, dann bin ich so ein bisschen zurückgegangen. Die haben sich hier so geschlagen und der Typ, der da mit bei war, stand hier neben mir. Und wollte dann dazwischen gehen und ich wollte nur zu ihm sagen, nee, lass die mal eins gegen eins machen. Und er wollte ihn so beiseite tun. In dem Moment hat er dann Pfefferspray rausgeholt und mir ins Gesicht gesprüht. Aus nächster Nähe. Ja, ja. Und dann lag ich hier, weil Pfefferspray, das ist ja, da kannst du ja nichts machen. Und zwischenzeitlich habe ich ein paar Mal die Augen aufgerissen und dann weiß ich noch, dass der eine Typ in der einen Ecke lag, René ist ja, ne? Und der mir Pfefferspray ins Gesicht getan hat, hat der René hier so an der Wand und hat dann gesagt, was hast du mit meinem Bruder gemacht? Okay. Ja. Und dann kam die Polizei. Pfefferspray ist nicht so nice, ne? Habe ich noch nie, keine Erfahrung damit. Wie lange dauert das, bis man wieder... Lange. Also, für mich persönlich, Pfefferspray ist das beste Abwehrspray, was man, also zur Selbstverteidigung, was man macht. Also, brutal das Zeug. Okay. So. Also Pfefferspray war wirklich, also wirklich übel. Echte Real-Life-Story. Am Originalschauplatz. Ja, ja. Zum Glück haben wir es nicht ganz originalgetreu nachgespielt. Vielen Dank. Ja. Immer Markt gewesen, hier war ich als kleiner Butschi oft mit meiner Mutter, frische Sachen kaufen und ja, Buxtehude ist ja auch natürlich dafür bekannt, Hase und Igel, da wo der Hund mit dem Schwanz bellt. So, sagt man, ne? Ja, genau, richtig. Man sagt, Buxtehude ist da, wo der Hund mit dem Schwanz fällt. Ja. Ne? Ja, guter Spruch. Wollte ich dir einmal zeigen, hier bin ich als Kind reingefallen. Das, Weil du das Geld rausholen wolltest. Ja. Hier bin ich mal so als 8- oder 9-Jähriger reingefallen, weil ich da die Münzen rausgefischt habe. Und habe gedacht, ich ertrinke. Obwohl ich hätte, also ich konnte stehen, aber ich habe gedacht, ich ertrinke. Da bin ich mal als kleiner Butschi hier reingefallen, das weiß ich noch ganz genau. Da war ich mit meiner Mutter hier. Oh, das ist nett. Ja, das ist halt, ne? Das ist halt Buxtehude, Digga. Das ist, ja.
entweder man liebt Buxtehude oder man mag Buxtehude halt nicht. Für viele weiß Aber ich habe jetzt bisher noch keinen Grund gefunden, warum ich Buxtehude nicht oder überhaupt nicht. Ja, weil Leute vielleicht halt auch einfach gerne in der Großstadt leben und das für die hier zu langweilig wäre. Ach, guck dir mal die Eisbecher an. Guck mal, dreh dich mal kurz um, Julian. Ihr kriegt Eis, ne? Oh. Ja. Welche? Das ist ja eine Familieneisbecher ist das ja. Ja, das ist ein Familieneisbecher. Ach so, der Pflaume. Ich wollte gerade sagen, er hat das schon mal gesehen. Ja. Aber dann hier bleiben. Nee, das stimmt. Was machst du hier? Ich bin hier. Was machst du in Buxtehude? Ich bin heute das erste Mal in Buxtehude. Ach so, mit. Und er zeigt mir hier gerade mal so ein bisschen die schönen Ecken. Hey, Digga, was geht? Alles klar oder was? Läuft bei euch hier der Laden? Ja. Ich nehme Zitrone, zwei Kugeln Zitrone statt Zitella. Zitrone statt Zitella? Ja. Nehme ich, seit ich ein Fünfjähriger bin. Immer. Immer Zitrone. In der Waffe? Ja, in der Waffe, ja. Immer Zitrone Stracciatella. Ich weiß nicht warum. Ich habe als Kind wahnsinnig gerne Banane gegessen. Das mache ich heute überhaupt nicht mehr. Ja. Probiere, glaube ich, Kokos-Schokolade. Sieht auch gut aus. Ne? Kokos-Schokolade. Sehe ich auch. Aber er ist nicht rangegangen. Stimmt so. Ich bin bald bestimmt da. Dem geht's sehr gut. Alter, gehst du mit dem Honig, gehst du Eis kaufen? Einmal. Danke. Ich brauche auf jeden Fall einiges an Servieren. Das sehe ich jetzt schon kommen wieder. Glaub mir, da sind richtige Ungeheuer drin, Digga. Nee, weißt du, was eklig ist in solchen Tümpeln? Der Geruch. Der Geruch und das ist ja immer so ein Schlammboden, weil das ganze Laub da ja reinfällt und vermodert. Und da steckst du ja mit den Füßen drin. Also ich fühle das auch nicht. Wäre richtige Horrorvorstellung für mich, da reinzugehen. Hey, Feinflop, was hast du gesagt über Linsen da zuletzt mal in einer Sendung? Ich weiß nicht, in welcher Sendung. Was hast du über Linsen gesagt? Über wen? Linsen. Ich habe bestimmt gesagt, Bohnen, Erbsen, Linsen bringen den Arsch zum Grinsen. Kennst Erbsen, du das? Bohnen und Speck. So sah meine Frau das. Kennst du noch den Zusatz? Den kann ich nicht. Erbsen, Bohnen und Speck hauen dir das Arsch noch weg. Hat mein Opa erfunden. So, wow, was ist denn jetzt hier für ein Auflauf? Ich komme. Guck mal hier, ist daneben. Ja. Aber ohne die Kinder. Ich möchte keine Kinder. Nicht, dass ihr euch noch denkt, wir hätten Kinder. Endlich mal Buxtehude. Ja, ne? Schön. Ich war noch nie in Buxtehude, das erste Mal. Also. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich war überall schon. Ich war noch nie in Buxtehude. Kann ich nicht so. Mädchen oder was? Ja, ja. Lass ihn mal ein bisschen schnüffeln. Er will mal eine klar machen. Komm her, Kailo. Geh mal hinter. Komm her, sag mal hallo. Ey, so ein feines Mäuschen. So ein feines Mäuschen bist du, hä? Feines Mäuschen. So ein Baby, feinchen, ne? Ja. So hübsche Augen hast du, Mäuschen. So hübsche Augen hast du, ne? Also hier ist jetzt die Stadtbibliothek, hier hinter den Mauern. Würde man von mir wahrscheinlich nicht denken, aber ich war früher da sehr, sehr oft drin. Mit meiner Mama zusammen, da gab es auch noch nicht die digitale Zeit. Da hat man sich seine CDs, Bücher, Graffiti-Magazine konnte man sich hier ausleihen. Ne? Und die Stadtbibliothek, die Stadtbücherei war auch immer ein cooler Ort, fand ich. Ich fand das cool. Liest du heute ab und an noch? Nee, gar nicht. Hörbücher? Oder gar nicht, gar keine Bücher? Ich bin da noch oldschool. Wenn ich mir mal ein Hörbuch anhöre, dann ist es 3 Fragezeichen der Neufolge. Also 3 Fragezeichen höre ich sehr gerne und viel. Aber ansonsten so Bücher lesen, gar nicht. Aber 3 Fragezeichen sind auch cool. 3 Fragezeichen ist Ehre und... ist Kult. Ja, wer 3 Fragezeichen in seiner Kindheit nicht gehört hat und nicht fühlt, der tut mir einfach leid, weil er was verpasst hat. So, es wer 3 Fragezeichen nicht fühlt, der hat es verpasst. Ja, das stimmt. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrew. Digga, das ist einfach cool. Einfach geil, ne? Einfach cool. Moin. Können wir ein Foto machen? Können wir machen, ja. So in die Mitte, dann mache ich so sehr viel. Der Pflaume im Kirschenland. Moin. Ist das hier das Kirschenland oder das Apfelland? Ja. Kirschenland. Ja, perfekt, so schön. Aber Pflaumen gibt es hier auch. Ich habe selber schon im alten Land Pflaumen geerntet. Ja, hier, das auch. Manche davon sind sogar männlich. So, das ist jetzt die beste Currywurst hier im Umkreis von 500 Kilometer der Welt. Die beste Currywurst aus Deutschland. Die beste Currywurst von Deutschland, mit der besten Mayo. Ich möchte, dass du jetzt
dir eine Dings nimmst erstmal, eine Pommes und die Mayo probierst. Okay. Und dann musst du mir sagen, ob das die gute alte... Was willst du, so Schwimmbad, so Freibad-Mayo? Ja, wie die Pommes, wie die dir gefallen. Das Ding ist, der Laden hat sich wirklich optisch und geschmacklich über 20 Jahre nicht verändert. Klar haben die auch mal was neuer gemacht, aber du hast hier wirklich das Gefühl, du gehst hier rein wie vor 20 Jahren. Mhm. Und das ist halt auch einfach die Fleischerei dahinter, ist ja ein Familienbetrieb etc. Mhm. Und das ist einfach eine grundlegend köstliche Currywurst. So, hi. Jetzt sind wir in der bekannten Buxtehude Südecke. Hier bist du zur Schule gegangen? Hier bin ich zur Schule gegangen. Freunde, hier ist Monte zur Schule gegangen. Aber da hast du damals auch schon geraucht hier auf dem Schule? Ja. Ja, haben wir. Im Rauchereck. Mhm. Kennen vielleicht einen noch. Oh, der Lehrer kommt. Das war immer Katz- und Maus-Spiel. Aber ich bin hier früher in die Orientierungsstufe gegangen und mein Klassenlehrer hieß Herr Nagel. Mhm. Guter Mann. Ja? Ja, der war korrekt. Dann müssen wir aber. Herr Nagel war ein guter Lehrer. Gibt's den noch, weißt du? Den gibt's noch, ja. Aber ich weiß nicht, was der jetzt macht, keine Ahnung. Aber vielleicht guckt er ja zu, Herr Nagel. Gab viele coole Lehrer hier. Ja. Herr Sido, alter Oldschooler, der ist hier auch, der ist hier auch immer unterwegs. Meine Klassenlehrerin, Frau Siebenknecht, ihr Mann, Herr Siebenknecht, so ein ordentlicher Oschi war das. Alles, gab viele nette Lehrer. Und der Beste war sowieso Herr Görtler, der Schuldirektor. Okay. Vor dem hatte man Respekt. Weil? Weil er einfach... Natürliche Respektsperson. Der hatte Ausstrahlung und hat auch nicht dich mit Samthandschuhen angefasst. Wenn du Scheiße gemacht hast, hat er dich auch mal angebrüllt. Okay. Und das war aber auch in Ordnung, aber immer im konkreten Ton. Also Herr Görtler war immer ein guter Typ. Und das war eine alte Schule hier, die Südschule. Hört sich aber eigentlich danach an, als ob du durchaus gerne zur Schule gegangen bist. Nee. Schade. Ich dachte, ich bin nicht gerne zur Schule gegangen. Weil es Regeln gab. Weil du als 13-, 14-, 15-Jähriger überhaupt gar keine Ahnung hast, für was du das eigentlich machst. In dem Alter willst du doch nur chillen mit den Jungs. So ist es mir zumindest ergangen. Mir war nicht bewusst, dass das, was ich jetzt mache, theoretisch gesehen, für mein Leben sehr bestimmt ist. Ja, auch die Sporthalle hat ja eine tiefsinnigere Bedeutung für mich. Das ist ja auch im Grunde mein altes Wohnzimmer. Also erstmal habe ich hier geklaut wie ein Verrückter. Ich hatte ja den Schlüssel von der Schule. Wieso hattest du den Schlüssel von der Schule? Damals hat mir jemand den Schlüssel angeboten zu kaufen. Und ich habe ihm, glaube ich, einen 20 Ort dafür gegeben. Und dann hatte ich den Schlüssel. Chemielabor bin ich später reingegangen, als die Sporthalle zu heiß geworden ist. Sporthalle leer war. Nee, Alter. Erstmal die Sporthalle ausgeräumt. Und dann, hast du einen Barren mit nach Hause genommen? Oder einen Bock? Oder Medizinbälle? Oder was? Ich muss dir das vorstellen. Jede Umkleide oder fast jede Umkleide ist verbunden gewesen mit der Dusche. Also hier sind jetzt zwei Umkleiden, da konntest du von der einen Umkleide durch die Dusche in die andere und dann kommen dahinter noch drei, vier Umkleiden und die waren alle verbunden immer mit der Dusche. Und ich konnte halt mit dem Schlüssel in die Umkleide rein, die Taschen leer machen, durch die Dusche in die andere Umkleide und auch wieder leer machen. Und das habe ich oft, sehr oft gemacht. Und irgendwann ging es halt nicht mehr. Du hast es aber eben selber schon gesagt, das ist nichts, worauf du stolz bist. Nee, das war halt meine Drogenzeit, ne? Ach so, also das war wirklich Beschaffungskriminalität. Das war Beschaffungskriminalität, ja. Das war große Beschaffungskriminalität, die ich da betrieben habe. Was hast du so gebraucht pro Tag? Ja, an Kohle, meine ich. Also mindestens ein 20, aber am Anfang, aber als ich dann mit Koks angefangen habe, war es natürlich noch wesentlich teurer, ne? Okay. Wesentlich teurer. Und irgendwann ist es ja hier nicht nur mein Ort geworden, wo ich Zap-Zarab gemacht habe, sondern auch mein Schlafplatz. Dann gehen wir gleich mal hin. Irgendwann war die Sporthalle zu heiß. Ich sah ja immer sehr, sehr jung und jugendlich, auch damals noch aus. Als ich mit 17, 18, 19 hier am Start war, sah ich immer noch aus wie ein 15-jähriger Schüler. Das heißt, ich bin hier nie aufgefallen. Und als die Sporthalle dann zu heiß geworden ist, bin ich dann ausgewichen auf die Klassenräume in den Pausen. Und als das dann auch zu auffällig geworden ist, bin ich in die Chemieräume gegangen, hab da die Beamer von der Wand abgebaut. Und bist du dafür verknackt worden? Nie.
Nein. Aber das weiß man heute. Das weiß man sehr verjährt. Naja, aber... Doch, das weiß man auch. Ich habe mich auch mit einem Lehrer da schon drüber unterhalten. Mit einem Sportlehrer habe ich mich darüber unterhalten. Das ist ja nichts, worauf ich stolz bin. Trotzdem kann ich ja drüber reden. Klar, wenn ich jetzt drüber rede, irgendwo schmunzelt man da auch drüber. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oha, das war krass, dass du das gemacht hast. Also es war schon krass, dass ich es gemacht habe, aber es ist nichts, worauf ich jetzt stolz bin. Es war halt das sagst du ja auch oft in deinen Streams dann zum Beispiel, ne? Dass du sagst, hey, Leute, das ist uncool und... Es war halt Beschaffungskriminalität. Ich brauchte halt Geld und das war ein einfacher Weg, Geld zu bekommen. Das war hier früher der Medizinraum, also der Erste-Hilfe-Raum. Das Gute war, da lag eine Trage drin, ein Sofa. Und in dem Raum habe ich sehr oft gepennt bzw. gechillt, wenn ich nicht wusste, wohin, als ich obdachlos war. Da konnte ich einfach hier abends hier reingehen, aufschließen, genau, dann habe ich zugemacht und konnte hier rechts dann reingehen, ja. Hat ihr auch nie erwischt worden? Nein. Wie gesagt, mit dem Schlüssel konnte ich überall rein, Alarmsystem gab es nicht, gibt es nicht. Nachts Fußball gespielt? Genau, richtig, einfach aufgeschlossen, in die Sporthalle rein und ein bisschen gechillt, Fußball gespielt, Basketball gespielt und. Ich fand es auch eigentlich moralisch gesehen, also ich fand es jetzt nicht so schlimm in der Anfangszeit, wo wir den Schlüssel hatten, dass wir hier mal nachts reingegangen sind, eine Runde Fußball gespielt haben. Aber später, als ich dann keinen Job hatte, kein Geld verdient habe und dann angefangen habe, hier zu klauen, das ist natürlich etwas, was nicht cool ist. Ne? Cool. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe wirklich 0,0 Erfahrung mit Drogen gemacht. Ne? Ja. Also wirklich gar nicht. Ne? Ja. Also Alkohol ja, aber keine anderen Drogen. Wenn man drogenabhängig ist, kann man dann überhaupt selber an den Punkt kommen, wo man sagt, ich will jetzt nicht mehr, ich mache jetzt einen Entzug? Da, an diesen Punkt kann man kommen. Die Frage ist, wie schnell du an den Punkt kommst und was du dann draus machst. Das ist halt, ne? Aber ist es der körperliche Verfall? Realisiert man selber? Nein. Keine Kraft mehr irgendwann. Irgendwann hast du einfach keine Kraft mehr, würde ich sagen. Ne? Und bei mir war es dann halt irgendwann so der ausschlaggebende Punkt, dass ich einfach nicht mehr wusste, wohin mit mir, weil ich obdachlos war. Und dann gab es so ein, zwei Schlüsselmomente, die mich dann an den Punkt gebracht haben, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr. Ne? Und letztendlich, kann ich ja auch deine Familie zu einer Therapie nicht zwingen, aber dir dazu raten. Und du kannst es auch für deine Familie machen, aber es bringt dir im Grunde nichts, weil du es für dich machen musst. Wie lange hat es denn gedauert, wegzukommen davon? Du meinst jetzt, den Punkt hatte, dass ich... Als du mit der Therapie dann angefangen hast? Also ich habe auch da, wie gesagt, keinerlei Erfahrung. Es gibt ja einmal die Entgiftung und einmal die Langzeittherapie. Und die Entgiftung, ich habe nur die Entgiftung gemacht. Ich war nie auf Langzeittherapie. Mhm. Einfach mal davon wegzukommen. Und dann wusste ich auch, wenn ich das geschafft habe, dann klappt der Rest auch von alleine. Mhm. Und dann bin ich 2 Wochen auf Entgiftung gefahren. Ich wollte nur eine Woche bleiben. Meine Oma hat mir aber gesagt, nee, du musst mindestens 2 Wochen bleiben. Dann darfst du wieder zu uns ziehen. Ich war ja zu dem Zeitpunkt rausgeschmissen worden und obdachlos. Und diese 2 Wochen Entgiftung haben mir sehr gut getan. Das kann man sich im Grunde vorstellen wie ein Gefängnis. Also du bist da stationär in einem Krankenhaus, kannst aber da nicht rein und raus gehen, wie du willst. Du hast Gitter vor den Fenstern, hast keinen Kontakt zu anderen Leuten, weil die Gefahr ja immer besteht, dass Drogen mit reingeschmuggelt werden oder dass du die Drogen beschaffst. Und das waren 2 Wochen Isolation und sehr, sehr viel Zeit mit sich selber verbringen. Und ist auch körperlich hart? Weil also für mich, ich bin ja wegen Koks und Gras reingegangen dann am Ende auf Therapie oder auf Entgiftung. Ich habe mir keine Medikamente geben lassen. Ich bin die erste Nacht so schnell und so gut eingeschlafen, ohne irgendwas zu nehmen. Mit großer Wahrscheinlichkeit auch, weil ich fast den halben Tag geheult habe. War ein sehr emotionaler Moment, so in dieses Krankenhaus reinzugehen und deine Oma fährt dich dahin und da meine damalige Freundin war noch mit dabei und die dann in den Arm zu nehmen und die Erleichterung in Omas Augen zu sehen, aber auch die Emotionen, das war schon ein sehr kritischer Moment auch für mich und habe dann auch sehr viel an dem Tag geweint. Habe dann 1,5 Jahre ungefähr noch gekifft und derzeit habe ich mit Alkohol aufgehört, dann aufgehört mit Kiffen und seitdem bin ich nüchtern. Also kein Alkohol mehr, kein gar nichts mehr. Gar nichts mehr, nein. Mittlerweile, sage ich dir ganz ehrlich, ich könnte mich auch gar nicht mehr darüber sehen, breit zu sein. Weil ich bin jetzt schon so lange nüchtern. Die ganzen Probleme in meinem Kopf muss ich halt selber mit mir nüchtern klären. Ne? Auch wenn es manchmal cooler wäre, das mit Alkohol oder sonstiges zu betäuben. Ne? Aber es macht ein hartes Leben natürlich auch, weil es ist ja eine Wahnsinnserfahrung.
Also auch zu wissen, dass man das geschafft hat. Ja, also muss man nicht haben, die Erfahrung wahrscheinlich. Also es ist besser, sie nicht zu haben. Die Leute haben immer zu mir gesagt, Respekt und bla und heftig, was du geschafft hast damit. Aber ich sag dann immer, ich will dafür keinen Respekt oder Anerkennung haben, weil letztendlich bin ich einfach wieder der geworden, der ich eigentlich immer war. Weißt du, das war ja meine eigene, also für mich haben Leute Respekt verdient, die, keine Ahnung, in jungen Jahren Familie verloren haben oder Krebs hatten oder... Nee. Weißt du, wie ich meine? Nee, aber ich habe mich damals bewusst dazu entschieden, Drogen zu nehmen. Habe es dann wieder geschafft, keine Drogen zu nehmen und bin wieder der normale Marcel geworden. Das verdient keinen Respekt, finde ich. Also es verdient keine Anerkennung. Nö. Es ist nur, es ist eine gewisse Disziplin und innere Stärke, die aber vielleicht schon vorher zu dir gehört hat. Aber Oma und Opa haben schon ein bisschen dafür gesorgt, also ich dass der Junge nicht ganz abrutscht. Ja, also ich will die Leistung meiner Mama nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall, aber ich gehe mal davon aus, dass ohne Oma und Opa das Leben definitiv ziemlich beschissener oder also wesentlich schlechter für mich gelaufen wäre. Würde ich mal schon sagen, ne? Gerade in der Zeit dann, ich bin ja mit 17,5 oder so, ich weiß nicht ganz genau, ist meine Mutter aus Buxtehude weggezogen. Und ich bin zu meinen Großeltern gezogen und wenn es meine Großeltern nicht gegeben hätte oder sie mir keinen Platz angeboten hätten, ich will nicht wissen, wo ich heute wäre, wenn ich zum damaligen Zeitpunkt schon eine eigene Wohnung gehabt hätte oder sonstiges. Sogar noch einen Rest an Kontrolle dann. Ja, auf jeden Fall. Leider habe ich diese Rest der Kontrolle dann halt auch mit Händen und Füßen getreten, habe dann irgendwann nicht auf die grüne Medizin gehört, sondern habe leider auf die weiße Medizin gehört, nämlich aufs Koks. Und das Koks hat mich ganz kaputt gemacht und hat mich Sachen machen lassen, die vorher No-Go waren. Also ich habe bestimmt auch mal, während ich Gras konsumiert habe, auch mal irgendwie ein 10er Kleingeld von Oma und Opa aus dem Portemonnaie genommen und so. Und letztendlich, egal ob du 1000 nimmst oder einen 10er rausnimmst, ist Clown. Okay. Aber ich hätte niemals für Gras die Bankkarte meiner Großeltern geklaut und hätte innerhalb von einer Woche 2.500 für Koks abgehoben oder allgemein 2.500 abgehoben. Das hätte ich niemals mit Gras gemacht. Heißt nicht, dass ein 10er sich aus dem Portemonnaie von Oma und Opa nehmen. Ist genauso beschissen. Aber noch beschissener ist, die Bankkarte zu nehmen und so eine große Summe abzuheben. Und das habe ich auch schon ganz oft gesagt und kann ich auch nicht oft genug sagen. Und als das dann rausgekommen ist und mein Opa mich verflucht hat und mich rausgeschmissen hat und der abgehauen ist zu seinem damaligen Haus in Klütz, so ein kleines Dörfchen, und er mich da rausgeschmissen hat. Und ich abends dann an dem Abend runtergegangen bin, weil ich selber verloren war und meine irgendwie die Nähe meiner Oma gesucht habe, weil ich wusste, ich habe sie mies enttäuscht, ich habe sie beklaut. Und als ich dann runtergegangen bin und gehört habe, dass Oma geweint hat und ich um die Ecke geguckt habe und ich Oma auf dem Sofa gesehen habe, wie sie, so hat sie noch nie geweint vor mir, oder nicht vor mir, aber so habe ich sie noch nie weinen gehört. Und ich wollte diesen Schritt gehen, sie hat mich nicht gesehen, ich wollte diesen Schritt gehen, dass sie mich sieht und sagen, ach Oma, was ist denn los? Aber ich wusste halt, und das tat echt weh, ich wusste halt, Digga, die weint gerade wegen dir. Und leider bin ich an dem Punkt noch nicht aufgewacht, sondern erst 3 Monate später ungefähr. Habe in der Zeit Oma auch wieder wehgetan, weil sie gesagt hat, Marcel, ich habe einen Therapieplatz für dich, morgen 8 Uhr geht's los. Ja, okay, Oma, ich komme, habe Handy ausgemacht, habe ihr wieder ins Gesicht gespuckt. Leider hat es dann noch ein paar Monate gedauert, bis ich aufgewacht bin. Aber ihr habt doch heute wieder... Wir haben heute ein Verhältnis, was wir so noch nie hatten. Man muss ja mal aus den negativen Dingen das Positive sehen. Das Negative damals hat das Positive jetzt mit sich gebracht. Naja, vielleicht, wenn das alles damals nicht passiert wäre, vielleicht wäre das Verhältnis heute gar nicht, könnte es gar nicht so eng sein. Aber ich glaube, also das habe ich... Man weiß es nicht, ne? Aber... Aber ich glaube, Sie sind maximal stolz jetzt auch. Einer meiner schönsten Momente war definitiv, wo ich auf dem Hof bei Oma und Opa gefahren bin, ausgestiegen bin, Opa stand da und ich ihm einen Stapel 50er in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, Opa, hier... Das Geld von früher plus ein bisschen Zinsen. Also so war das so, hätte er sagen können. Er hat das natürlich angenommen und er hat sich auch gefreut, das habe ich gemerkt. Er hat sich, glaube ich, nicht gefreut, weil ich ihm etwas gegeben habe, was ich ihm geklaut habe, sondern er hat sich gefreut, dass ich ihm das geben konnte, weil es mir gut geht. Weil er gesehen hat, mein Junge macht gerade das, womit er Spaß hat und verdient damit gutes Geld. Und er ist jetzt gerade in der Lage, mir das Geld wiederzugeben. Lass die Finger einfach von Drogen, das kann ich sagen.
Das ist russisches Roulette, ob du damit klarkommst oder nicht. Nein, besser nicht. Besser gar nicht ausprobieren. Hey, das war ein super cooler Tag mit Marcel, mit Monte, mit Montana Black. Auf jeden. Ja, total spannende Sachen erfahren. Danke für deine Offenheit. Gerne. Ja. Ja, und ich glaube und hoffe auch für euch, dass ihr noch ein bisschen was Neues erfahren habt, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, noch nicht wusstet. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal. Es kommen ja noch viele weitere coole Videos. Denkt an die Glocke und wir sehen uns. Denkt an die Glocke, genau. An die Glocke. Das gefällt dir. Denkt an die Glocke. Ja, auf jeden Fall. So eine große Fresse, ne? Das ist echt zum Kotzen. Wow!